Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir müssen diesen Block noch loswerden und hier durch und dann auf der anderen Seite gerade weiter machen. Ich frage mich gerade, wo Gong schon 10 her hatte. Und ja, wir fangen jetzt mal an, das Ding hier komplett wegzumachen einfach. Macht's einfach weg. Und dann fangen wir gerade auf der anderen Seite an und machen da weiter. Weil wir haben zwar jetzt nicht mehr so viele Steine, also weniger als die Hälfte, aber das wird reichen. Hier das Stück. Sind ja nur noch 23, merke ich gerade. Wir können also wieder schieben. So. Und selbst das hier sind hier jetzt nur 180. Und ja, während die hier halt fertig auffüllen bis da hinten hin, können die dann schon mal hier anfangen abzubauen. Da haben wir ja wenigstens schon mal die Decke weg gemacht. Sind, wenn ich noch richtig weiß, 1, 2, 3, 4 Steinbrüche, ja. Wobei der hier dann etwas kleiner werden wird.
Okay, das wird. Wie viele Schichten haben sie? 1, 2, 3, 4, 5 und noch die sechste, die sie gerade angefangen haben. Also ja, da werden sie noch ein bisschen Spaß haben. Ah, wir haben halt mal wieder jetzt hier einen Moment, in dem ich nicht viel sagen kann, weil wir müssen warten, bis alles geregelt ist. Wir können halt nur zugucken und uns freuen, dass wir fast fertig sind. Wahrscheinlich trotzdem bei 80 Stunden dann rauskommen werden. Das sind so 20 mehr, als ich das letzte Mal geschätzt habe. Mal geht es schneller, mal dauert es länger irgendwie. Aber wenn man sich so überlegt, was wir schon geschafft haben. Ich meine, da waren mal zwei Täler, die wir komplett auf eine Ebene gefüllt haben. Hier war mal ein ganzes Plateau mit zwei kleinen Bergen. Also hier ein kleiner, hier ein größerer Berg. Und das haben wir alles platt gemacht. Ja, wir sind recht gut vorangekommen eigentlich. Und sind ja noch nicht fertig. Er zieht wieder einen Graben einmal quer durch, so wie es aussieht. Jetzt geht er noch einen Schritt zurück. Nächstes weg. Ja, während die hier angefangen haben. Er macht ein bisschen Divide and Conquer.
Jo, er hat geteilt. Jetzt macht er gerade da weiter, oder wie? Tatsache. Währenddessen kommen die immer näher. Wir haben noch über 4 Ebenen. Ich hätte vielleicht früher anfangen sollen. Egal. Wie viel habt ihr hier noch? 86. Okay, das ist auch noch ein bisschen. 86 heißt noch 43 Fuhren. Ja. Bei 7 Brictons sind das pro Brickton 6. Also habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Ja, bald sind wir bei 3 Ebenen. Und noch 82.
Hey, wir sind da auf die drittletzte Ebene runter. Irgendwie scheinen sie bei den unteren Ebenen gefühlt immer schneller zu sein. Oder ich habe ein schlechtes Zeitgefühl. Und wie weit sind wir jetzt? Oh, noch bei 48. Das ging aber schnell. Gut, das sind dann angeblich noch 307. Was ich auch nicht so ganz glauben kann. Und ich glaube, hier drüben werde ich es wirklich so machen, dass ich beide Trupps erst abbauen lasse, bis die Lager gefüllt sind. Dann lasse ich den Rest sofort abbauen. Also so wie jetzt gerade hier. Und dann lasse ich den einen Trupp hier auffüllen, während der andere hier anfängt, das wegzumachen. Ja. Das wird wahrscheinlich am logischsten sein. Oh, sie sind am Steinbruch angekommen. Viel ist nicht mehr.